noch 12 Wagen im Rennen. An der Spitze John Bender im Thomas Flyer. An zweiter Stelle Richard Brooks. Und als dritter Peter Hammer. Weiter so, John, du wirst es schaffen. Zieh durch. Ja, zieh durch. Ja. Zieh durch. Er könnte gewinnen, Dad. Ja, würde ich auch sagen. Ich hatte doch gesagt, dass ich euch Glück bringe. Hat lang genug gedauert. Wir können es brauchen. John Bender fährt ein großes Rennen. Der Thomas Flyer ist im heutigen Rennen kaum zu schlagen. Bender ist nicht mehr aufzuhalten. Und führt weiterhin in der 176. Runde mit seinem Thomas Flyer. Er hat einige Geschwindigkeiten an den überrundeten Fahrern vorbeizuziehen. Benders Reifenplatz. Er schleudert gegen die Lenkplatte. Also, ich sehe da einfach keinen Grund für diesen Unfall. Elena war im College meine beste Freundin. Devin, sie ist die beste Technikerin, die ich kenne. Und keine ihrer Konstruktionen würde so einfach außer Kontrolle geraten. Vorausgesetzt, es war kein Unfall, Bonnie. Was soll ich Ihrer Meinung nach tun? Holen Sie Michael. Er kann der Sache auf den Grund gehen. Ich wäre bereit zu gehen, Devin. Ich kann doch einspringen, solange er nicht da ist. Nein, Michael kann nicht weg aus Cincinnati. Die Palmerstone-Affäre. Die brauchen ihn erst Montag. Geben Sie ihn mir für 36 Stunden, länger nicht. Der Fahrer wurde getötet. Elenas gesamtes Lebenswerk steht auf dem Spiel. Das ist ihre erste echte Chance gewesen, seit Max' Unfall. Die Foundation wurde gegründet, anderen zu helfen. Wieso nicht auch ihr? Sie hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich meine, nach all dem, was sie gesagt hat, denke ich auch, dass da ein ziemlich krummes Ding gelaufen ist. Ich bitte Sie, Devin, ihr steht genauso unsere Hilfe zu wie allen anderen. Aber nur 36 Stunden. Sie haben ein gutes Herz. Ich wusste die ganze Zeit, Sie würden ja sagen. Reginald. Nein, nein, Ihr Herz ist schon am richtigen Fleck. Reginald. Nur müssen Sie es öfter zeigen. Reginald, ersparen Sie mir das. Diese Videos peinlich. Ach komm schon, Kid, sie bieten alles. Sie haben Rhythmus, Dramatik, Aufregung, schöne Girls. Und man sagt, Musik hat den Liebreiz zu lindern des Herzens Aufruhr. Komm, Kumpel, sieh es dir an. Ich muss es nicht nur sehen, sondern auch vorführen. Sehr besänftigend. Ach komm schon, reg dich ab, ganz locker. Fühl den Beat, ja. Wenn ich den Beat noch länger fühlen muss, werde ich nicht nur locker, dann falle ich auseinander. Ach Quatsch, du bist aus einem Guss, das hältst du aus. Ich will das aber nicht aushalten. Wow, ja. Hey. Devin ist dran. Wenn Sie mich fragen, keine Sekunde zu früh. Der Augenblick könnte nicht günstiger sein. Hallo, Devin, was gibt's? Bonnie braucht Ihre Hilfe, Michael. Sie erwartet Sie im Il Cavallino-Restaurant. Das liegt in der 14. Straße. Verstanden, ich war sofort dahin. Wann könnten wir das Il Cavallino erreichen, Kumpel? In 12 Minuten 36 Sekunden. Rennfahrerglück oder Rennfahrerpech, das gehört nun mal zum Job. Es ist ja nicht nur der Unfall, Michael. Sie sind vom Pech verfolgt. In dieser Saison ist leider schon einiges schiefgelaufen. Ein Motor ist verschwunden, gestern, einfach so. Die Funkverbindung reißt plötzlich ab. Schrauben lockern sich von selbst. Es ist Sabotage, Michael, da bin ich ganz sicher. Wer? Ich weiß es nicht. Ein anderes Team. Jemand, der wütend auf Sie ist. Ich möchte, dass du den Fall untersuchst. Morgen fahren Sie mit dem Ersatzwagen ein Rennen am Fluss. Es wäre schön, wenn du dabei bist. Finde raus, was passiert ist. Helf ihn, bitte. Also gut, Kit und ich untersuchen das. Wenn es Sabotage ist, werden wir das rausbekommen. Aber wenn nicht, und deine Freundin hat Schuld, weil es um fehlerhafte Technik geht, rede ich mit dir ganz offen. Egal, ob es wehtut. Was Elena über Rennwagendesign nicht weiß, ist dann noch nicht erfunden worden. Sie hat keinen Mist gebaut. Er kommt. Knight Rider.